Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und wie ihr hier schon seht, keine normale Folge Clash Royale, sondern man sieht, ich habe 1 Million Gold und 1 Million Juwelen. Ich bin Level 13 auf 4200 Pokalen. Ja, das ist ein Hack, also eher gesagt ein APK von Clash Royale. Okay, Verbindung ist gerade abgebrochen. Ich habe ja auch nicht sehr gutes Internet, deswegen. Und ihr könnt das auch runterladen. Ich habe einen Link in die Infobox gepackt. Den runterladen und dann einfach nur auf die App gehen und dann müsste das eigentlich schon da sein. Also manchmal kann es sein, dass es nicht ganz funktioniert. Aber ja, und irgendwie lädt das gerade nicht. Ich mache mal kurz einen Cut und jo. Ja, geil. Kurz nachdem ich einen Cut gemacht habe, also kurz nachdem ich Pause gemacht habe, ging es wieder. Und hier, wir öffnen jetzt mal eine Gratistruhe. Es sind 7 Karten drin, 500 Juwelen. Der Sipp, Kete, Bogenschützen, Elixiersammler, Feuergeister, Tesla und. Geil. 13 Mal der Mut. Hier kann man hier das. Will. Halt, bis Stapel ausverkauft ist. Und hier, ich kaufe mal eine Super Magie-Truhe. Erstmal 860 Gems für die Super Magie-Truhe. Geil. Und kommt ein Legendary raus? Ah, kein Legendary. Schade. Und das Blöde ist, hier ist so ein Bug. Wenn ich jetzt nochmal öffnen will, geht das nicht. Also man kann irgendwie nur eine Truhe öffnen. Dann muss man die App irgendwie wieder schließen. Und das Geilste ist, man kann hier einen Kampf machen. So. Ja. Und man hat einfach so gut wie unendlich Elixier. Hier unten sieht man, wie schnell das voll läuft. Und dann kann ich jetzt einfach hier hinten den Packer setzen, der übrigens Level 11 ist, was auch voll logisch ist. Ja, Packer Level 11. Wer hat das schon nicht? Hat doch jeder. Drei Musketieren Level 11. Okay, das ist logisch, oder? Ja, das ist logisch. Funky Level 6. Easy, legendäre Karten Level 6. Joa, also. ja gut. Also. Das ist so geil. Nur dann, wenn man einen Kampf vorbei hat, ist zumindest bei mir so. Wie man sieht. Hier, man kann nichts machen. Und ich mache jetzt nochmal einen Cut. Und so. Ja, also ich bin jetzt hier auf Clash Royale. Ich öffne gerade mal die Silbertruhe. Und bei mir ist es irgendwie abgestürzt. Das steht jetzt die ganze Zeit, wenn ich versuche drauf zu gehen. Barbarians Royale reagiert nicht. Und das, ich glaube, ich lösche das nochmal, dann muss man es, glaube ich, wieder runterladen. Das ist halt ein bisschen kacke. Aber trotzdem, sonst ist es eigentlich relativ geil. Und hier sieht man, ich habe eine Riesentruhe und eine Magietruhe. Da werde ich auch bald ein Free-to-Play-Chest-Opening machen. Und wie gesagt, der Link zu dem APK ist in der Infobox. Einfach nur runterladen. Und dann müsste es eigentlich gehen. Ich glaube, ihr müsst sogar noch unbekannte Quellen ausstellen. Weil sonst kann das Gerät nur aus dem Play Store das runterladen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss.